Gesetze herkommen. This is Mount Sinai. Das ist der Berg Sinai. And this is Mount Tabor. Und das ist der Berg Tabor. Where Jesus disfigured and where Jesus transfigured. Wo Jesus verklärt wurde. So Jesus is transfigured here. Also Jesus ist hier verklärt. He is here in the form of a bread. Er ist hier in der Form des Brotes anwesend. So we are in a holy place. Wir sind also an einem heiligen Ort. For us, this church is like Mount Tabor. Für uns ist diese Kirche wie der Berg Tabor. Where we have the real presence of Jesus Christ. Wo wir die wahre Gegenwart von Jesus Christus gesehen haben. He was in his human body. Er war in seinem menschlichen Körper. But on Mount Tabor, they could see the real Jesus Christ. Aber auf dem Berg Tabor konnten sie den wahren Jesus Christus sehen. Beyond the corporal presence of Christ, they have seen the real divine Lord on Mount Tabor. Und über die körperliche Wesenheit des Herrn haben sie auch den wahren Gott auf Berg Tabor gesehen. This is a real corporal presence of our Lord Jesus Christ. Das ist die wirkliche Gegenwart von Jesus Christus. Beyond of this bodily presence of the bride, the real Lord is being present in the sacrament. Und über die körperliche Anwesenheit hinaus ist der wahre Gott anwesend in diesem Sakrament. For us, this place is like Mount Tabor. Für uns ist dieser Ort hier wie Berg Tabor. There we have seen the body of Christ. Dort haben wir den Körper von Christus gesehen. And from there he is transformed. Und von dort wurde er verwandelt. And he is transfigured. Und er wurde verklärt. His form was changed. His form was changed. Und sein Aussehen wurde verändert. And the real heavenly figure appeared. Und der wahre himmlische, das wahre himmlische Aussehen wurde sichtbar. It happened in a prayer. Es geschah in einem Gebet. That prayer is going on here. Und dieses Gebet dauert an hier. So look very clearly to the face of Christ. Also schaut genau auf das Gesicht von Christus. You would say like Saint Peter. Ihr werdet sagen, wie der heilige Petrus. It is good to be here with you.
Es ist gut hier zu sein bei euch, bei dir. We will make three tents for you. Wir werden jetzt drei Zelte aufstellen für dich. One for you. Eines für dich. Another for Moses. Eines für Mose. Another for Elijah. Und eines für Elia. Look to this altar. Schaut auf diesen Altar. We can see the real Jesus Christ. Wir können den wahren Jesus Christus hier sehen. A real presence of Christ. Eine wahre Gegenwart von Christus. Like in Mount Tabor. Wie auf dem Berg Tabor. Looking to him. Wir schauen auf ihn. Look to him and be radiant. Schaut auf ihn und lasst euch anstrahlen. We think about hands fully. Und ihr hebt die Hände ganz und gar. Stretch out the hands. Streckt die Hände aus zum Altar. In all my difficulty, I lifted up my hands and my eyes to Mount Zion. Und in all meinen Schwierigkeiten erhebe ich meine Hände und meine Augen zum Berg Zion. From there my help comes. Und von dort kommt meine Hilfe. Your help comes from this altar. Eure Hilfe kommt von diesem Altar. Thank you, I praise you, Jesus. In the name of Jesus, I cast all powers of darkness and demonic powers and powers of sickness from you right now. And I pray that the Lord may sprinkle his precious blood upon you and make you free from sin, sickness, and curse. And I seek the presence of St. Michael the Archangel, and all apostles and all martyrs and saints, and the intercession of Blessed Virgin Mary. And the Lord may allow you to experience the fullness of his redemption right now. And the Lord may fill you with the power of the Holy Spirit and all the powers of darkness. Be born in the faith of the Lord and not to retain in your body again. The Lord touch you, bless you, not to you, and to you. Thank you, Lord. We praise you, Lord. Lifting up our hands, will you? Wir wollen die Hände anheben. Now open our eyes. Wollen wir die Augen öffnen? Looking to the Blessed Sacrament. Wir schauen auf das Allerheiligste. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Praise you, Jesus. Preise dich, Jesus. Hallelujah. Halleluja. Thank you, Lord. Danke, Herr. Your hands down. Bitte nimm die Hände runter.